So, ich bin wieder zurück. Mein Headset meinte mich gerade richtig verarschen zu müssen. Das Spiel auch. Hörst du mich noch? Ja, Aber ich will wieder dich nicht leise. verarschen. Aber du hörst mich wieder leise. Bissle, ja. Okay. Wir starten durch mit Aufnahme Nummer 2. Irgendwie ist heute einfach nicht mein Tag. Ich bin auch gerade am Sterben durch diese Fallen. Und irgendwie ist hier kein Ende in Sicht. Bist du Doch, noch? wenn es weiße Licht am Tunnel siehst. Was? Das Ende. Ja, das ist Das ist aber. nicht die Kunst. Gehe nicht auf das Licht zu. Gib mir Sand. So, ja, wir laufen auf einer Framezahl von 15. Nett. So, und dadurch könnt's. Oh, meine Fresse, da ist es. Geh, geh, geh. Oh Gott, ich hab's geschafft. Ja, Yeah. und wir kriegen jetzt ein klein wenig Leben dazu. Ja. So, ja, dann werde ich jetzt den letzten Sandbehälter. Drücke Taste 2, ich drücke Taste 2. Dankeschön. Okay, dann gehen wir jetzt einmal zurück. Wir haben hier alles. Jetzt fehlt uns noch ein klein wenig mehr Leben. Und unser netter Kommentator sagt gar nichts. Okay, dann sage ich mal was. Wer versteckt den Sand in den Vasen? Das ist eine sehr gute Frage. Da sollten wir doch allen Ernstes mal die Leute von Ubisoft eine Nachricht schicken. Wer kam auf die Idee, Sand in Vasen zu verstecken? Dann ist die nächste Frage, die ich stelle, wer kam auf die Idee, Sand überhaupt zu nehmen dafür? Mir ist gerade nichts Besseres Ja. eingefallen. Wasser hätte es doch genauso gut getan. Der Hauptdirektor von Ubisoft, sein erstes Spielzeug war vielleicht eine Sanduhr, wer weiß. Kann natürlich sein. Na, hier sind ja auch noch Fallen. Kommen die alle her, die mögen mich nicht. Die verfolgen dich. Ja, irgendwie schon. Überall sind Fallen. Ah, dann noch mehr Fallen. Ah, ich werde sterben. Okay, das laggt. Na, zum Glück sind hier diese scheiß Ich höre Stacheln. noch Tschatsching, Tschatsching von den Stacheln. So. Und ich bin schon längst dran vorbei. Übelst laut. Okay, aber wahrscheinlich nicht übelst leise nachher im Video. Da freue ich mich jetzt schon drauf, richtig. Oh ja. Dann darf ich mir erstmal an, du bist so leise. Warum bist du in diese Falle gegangen und gestorben, du Idiot? Jetzt Oh. bin ich tot. Und ja, dieser Ladebildschirm. Spielende. Okay, komm, mach hinne. Wiederholen. Ja, klar, mir bleibt keine andere Wahl als wiederholen. Naja, weit hin, der Start ist bestimmt eh wieder nett. Wenn überhaupt. Ob es überhaupt noch startet. Oh, na toll. Ich Ah ja, ich höre was. hab einen richtig schönen weiten Weg vor mir. Wieder mal. Also ich habe nichts mit Checkpoints gesagt oder so. Das gibt's in dem Spiel gar nicht. Das war eine Lüge. Checkpoints, kilometerweit entfernt. Spiel hängt sich auf, deswegen haha. Lustig, lustig, tralalala. Komm, lass mich hier hoch. Lass mich hier hoch, danke. Du bist so gütig, Spiel. So, ich werde wahrscheinlich gleich offscreen zum nächsten Brunnen gehen, zum nächsten Upgrade. Dann habt ihr nämlich so die Macken dran, mich nochmal so oft verrecken zu sehen. Ja, da bleibt euch einiges erspart. Ja, den, dir nicht.
Oh. Oh, wieder durch die Fallen. Ah, ich hab so. Nein, du rennst da voll rein, Prinz, anstatt mal seitlich wegzulaufen. Genauso wie da. Los, 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 lauf, 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 nicht sterben, nicht sterben. Ne, ich hab keinen Bock mehr Wasser zu holen. So. Zack. Oh. Ja, genau, fall auf ihn. Ihr habt euch heute viele Feinde gemacht. Ich hab mir echt viele Feinde gemacht dabei. Da habe ich gerade zwei Leute nur getötet. Die Frage ist, wie kriegen die anderen das mit? So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder in die Falle trete. Okay. Hey, wie konnte das jetzt passieren? Ich habe doch extra aufgepasst. Jetzt aber ganz schnell hochgeprinzt. Los, los, los. Okay. Nein. Hoch, hoch. Du bist tot. Sehr schön. Nein, du lebst noch, aber egal. Ich gehe die Leiter hier hoch. Du bist mir egal. So, hörst du mich noch? Ah ja. So gerade eben, ne? Mir fällt gerade noch nichts ein, was ich sagen könnte. Dann weißt du jetzt, wie es mir gegangen ist, als ich bei dir Gastkommentator war. Ja gut, ich sehe aber trotzdem zum Teil was. Ja, aber aus anderen Let's Plays. Ich war jetzt wieder. Ah. Das stellt sich fast genauso an wie du, das kommt zeitlich genau Dankeschön. So hin. Ich bin aber schon längst wieder in der Haupthalle. Ja, der auch. Okay. Das passt. Vom Ton her fast gleich. So, ich werde jetzt da hinten abspeichern und diesen Part beenden. Vernichtet ihn! Auch wenn er sehr kurz sein wird dann. Aber ich werde halt offscreen zum letzten Wasserkanister gehen. Zum Lebensabfall. Tot. Wasserkanister. Ja, aber mir ist jetzt nichts eingefallen. Wer kann nicht rum? Okay. Okay. Du musst dankbar sein. Bist du überhaupt Wasser? Das hat doch gar nichts mit Wasser zu tun. Na, ist doch egal. Es ist Leben. Leben. Du musst bedenken, der Prinz heilt tiefe Wunden mit Wasser, indem er es trinkt. So. Ich habe jetzt hier. Naja, du. Was ist dann? Okay, ich wollte jetzt noch was sagen. Ich habe jetzt hier ein Safe State gemacht, wo mir dieser letzte Upgrade fehlt. Ich werde diesen halten, weil ich euch beide Enden zeigen werde. Einmal Kampf gegen der Harker, einmal Kampf gegen Kailina. Ich verabschiede mich jetzt erstmal fürs Erste wieder. Ich werde jetzt noch offscreen zum Brunnen gehen und dann habe ich erstmal die Schnauze voll mit meinem Headset. Und das hat sich's dann. Ich werde nochmal kurz einen Cut machen, wenn ich beim Brunnen bin, damit ihr den auch noch sehen könnt. Ich meine, Upgrade, warum Brunnen? Verdammte Axt, ich meine das Lebensupgrade. Da werde ich nochmal kurz mich zu hören geben mit Roffelcopter. Und dann war's das auch erstmal, dann brauche ich eine Pause. Weil ich habe gerade eine Wut auf das Spiel. Okay, Leute, wir hören uns dann gleich. Bis gleich. Für euch wird's kurz, für mich dauert's fast 2 Stunden, um dahin zu kommen. Auf Wiedersehen. Sag du auch tschüss. Ciao, Leute. Bis nachher. Und okay, Leute, erstmal hörst du mich? Jo. Sehr schön. Ja, wir sind beim Brunnen angekommen. Wir sind da angekommen, wo der letzte geheime Weg ist. Wenn der Prinz mich da mal hochlassen würde. Danke. Und zwar müssen wir hier hin. Ja, hier hin müssen wir. Haha. Wer hätte das gedacht? Du nicht. Ja, ich nicht. Und selbst genau. Kunde. Und ja, hier ist halt unser letztes Lebensupgrade, was wir brauchen für das Wasserschwert. Hier riecht langsam nach Essen bei mir. Ich kriege Hunger. Und was sollte das jetzt bitte schön? Warum waren die Fallen so einfach? Ich hab's geschafft. Hey, das war jetzt nichts. Ganz ehrlich. Also das war jetzt. Pipi-Klacks. Okay. Tja, damit haben wir auch das letzte Link-Upgrade gesehen. Haben wir alle. Die Sicherheitssafe habe ich ja.
Und wir werden, ich werde mir dann das Wasserschwert holen und halt beide Enden einmal spielen. Ihr werdet das wahre Ende zuerst sehen und dann das andere langweilige Ende. Und, ach, was heißt langweilig? Nein, ich werde erst das falsche Ende zeigen und dann das wahre. Das heißt, ihr werdet mich im nächsten Part wieder mit nur einem fehlenden Lebenskanister sehen. Und das andere halt so, normal. Warte mal, bist du mit einem fehlenden... Du musst nur das Wasserschwert nicht mitnehmen. Ja, oder das ist so. Nicht so schwer. Ja, nee. Okay, Leute, ich würde sagen, damit beende ich dann komplett diesen Part. Diese kleine Blockaufnahme von zwei Videos, weil mich das Spiel gerade aufregt. Ich verabschiede mich dann mit den üblichen Worten. Auf Wiedersehen. Haltet immer schön die Hände über der Bettdecke, Leute. Du darfst auch noch was zum Abschluss was sagen. Du bist ja eigentlich schon die ganze Zeit so ruhig gewesen. Ja, jetzt fällt mir schon wie die ganze Zeit auch nichts ein. Also, seht immer schön Ryokans Filme an. Da bin ich froh. Macht's gut, Leute. Okay, das war's dann. Ich würde dann sagen, auf Wiedersehen. Ciao, ciao, Leute.